Muttersöhn allein, ich sitz da bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es ihr unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot, genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei. Er ist immer live dabei, weil mit seinem Color TV sieht er alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihm ein bisschen müd, weil er ist abgebrüht. Wenn ihm dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm ein erfreutes Hoppala. Und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt das so richtig der Kaffee. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Ski befreit und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es wirkt ja jede Sportart mit der Zeit ein bisschen öd, wenn es an Härte fällt. Autorennen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da und hofft auf einen gescheiten Husserer. Weil durch einen spektakulären Crash wird ein Grand Prix erst richtig fresh. Weil ein flammendes Inferno schaut man immer wieder gerne. Heiterkeit auf der Tribüne, das ist halt am Sport das Schöne.